Hallo und herzlich willkommen zum 48. Let's Play von Craft World. Und ja, die letzte Folge wurden wir hier mal wieder angegriffen, wie man auch hier wieder am Timer sieht. Und ich habe hier so ein paar Steinwände hingebaut, weil ich dachte, also, Moment, hier oben wurden sie gespawnt und sind ja mal längs gelatscht und ich dachte, dass sie hier halt mich angreifen wollen. Aber sind dann irgendwie quer durch die Mine gelatscht, was ich nicht nachverfolgt habe. Wo sind denn die ganz längs gelatscht? Wo kommt man denn? So, die sind wahrscheinlich. Ah, okay. Ging sehr einfach. Ich muss die Hütte irgendwie mal besser sichern. Aber uns fehlt Eisen. Eisen fehlt uns. Und wie viel Eisen haben wir? Immer nur noch zwei. Haben wir hier nichts Neues abgebaut? Ne, das war Silber. Wo ist ein Eisen? Hier liegt bestimmt noch Eisen rum. So, wir holen uns mal ein paar Wichtel. Okay. Ich möchte auch unbedingt die Eisenbahn bauen. Ich meine, wir könnten uns rein theoretisch hier auch Eisen kaufen. Eisenerz. Das wichtigste Metall zur Fertigung von Waffen, Rüstung und anderen robusten Objekten. Ja, eins kostet eine Goldmünze. Das ist jetzt nicht unbedingt viel, was wir uns erkaufen können. Was kostet denn so eine Schiene? Das ist ja eine Schiene. Stahlleiter. Wo gibt's denn? Hier gibt's Eisenbahnschienen. 3 Stück kriege ich dafür eine Münze. Ich guck mal kurz, was das so kostet. Wenn wir das so bauen wollen. Moment. Hauptsache erstmal überall drauf drücken. Eine Schiene kostet 8, damit kann ich gleich 5 machen. Mit 2 Münzen kann ich 5 Schienen machen. Oder mir halt 6 kaufen. Das heißt, es ist sogar besser, wenn wir uns hier welche kaufen würden. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt her. Nee. Ich möchte das schon gerne selber craften. Kann man nicht auch was verkaufen? Das würde mich jetzt mal eben interessieren. Pilze oder sowas. Ja, verkaufen geht irgendwie nicht. Schade. Das wäre nochmal schön gewesen. Aber laut Quest brauchen wir so ein komisches Portal. Ich möchte das nochmal kurz durchlesen. Ich repariere das Portal irgendwo im Untergrund. Liegen die Ruinen eines alten Portals verborgen. Das eine Tür zwischen den Welten öffnet. Finde den Portalraum und baue ihn wieder auf. Sobald du ihn gefunden hast, erscheinen auch Blockrezepte. Das müssen wir jetzt eigentlich wirklich mal machen. Aber um ehrlich zu sein, traue ich mich nicht. Weil das sieht nicht so einladend aus, was sich hier verbirgt. Wollen wir das einfach diese Folge wagen? Ach komm, dann passiert mal was. Hier liegen Münzen rum, sehe ich gerade. Wo hatten wir denn den Zauber? Was macht er? Ist gerade irgendwas passiert. Ah, ich glaube, ich trommel die jetzt einfach zusammen. Und lasse sie dann einfach hier hochklettern, oder? Wie sieht's denn aus? Okay, hier fliegen wir noch längs. Das ist sehr schön. Du wirst angegriffen. Hier, das Wildschwein. Ah, die haben noch nicht alle ausgeschlafen. Ist ein bisschen doof. Zwerg auswählen. Ui. Aufgabe erfüllt. Neue Technologie-Expertenkunst. Du musst Gegenstände fertigen, um die Forschung dieser Technologie zu wenden. Wir kriegen die Standardbesatzung an XP, die 200. Und gucken einfach mal im Technologiebaum. Die Expertenkunst. Fortgeschrittene Alchemie. Feuerelixier. Zauberexplosion. Ui. Ich glaube, diese Zauberexplosion. Die Feuerelixier, das ist doch was Schönes.
Machen wir das noch mal eben ganz kurz. Ne, nicht Sand, Harz. Boah, wie viel Harz wir haben. Sehe ich gerade. So ein Gekröse noch und eine Flasche. So, machen wir mal 21 Stück. Ja gut, Helme. Stimmt, wir müssten die eigentlich ein bisschen vorbereiten. Boah, wir haben immer noch kein Eisenerz dazu bekommen. Regen oder... Nee. Dieser Zauber beschwört die je nach Jahreszeit gewöhnlichen Regen oder Schnee an der Oberfläche rauf. Das braucht man wofür? Tasche mit Elixieren. Ein Seil brauchen wir. Machen wir doch. Mit links. Hoppala. Können wir immer noch nicht machen. Hier. Ein Heil-Elixier. Und ein Mana-Elixier. Was das nur bringt, weiß ich nicht. Tasche mit Elixieren. Erhöht die Effizienz der Magierfertigkeit. Ach so. Ziegelzaun, ja gut, müssen wir auch noch mal irgendwann machen. Irgendwann. Metallrad, das brauchen wir bestimmt für die Gondel oder für den Wagen. Och man, wir kommen echt nicht voran, wir brauchen Eisen. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Wir müssten eigentlich noch mal hier an der oberen Erdschicht noch mal graben. Was ist nur schon wieder los? Nix. War wahrscheinlich nur wieder Wildschwein. Ja, weißt du was? Einfach hier nochmal kurz einen Stollen reingraben. Müssen wir nur leider machen. Kann ich gerade mal nicht ändern. Weil hier unten gibt es einfach kein Eisen. Hier gibt es nur, ich sage jetzt mal, wertvollere Rohstoffe. Und hier liegt immer noch Gekröse rum. Hier könnte man auch noch mal weiter graben. Neue Aufgabe, gucken wir erstmal. Neue Technologie, fortgeschrittene Alchemie. Du musst Gegenstände fertigen, um die Forschung dieser Technologie zu beenden. Das kennen wir bereits. Und bringt mal wieder die gewünschten Standard-XP. Ja. Und ich hätte gerne bald mal wieder noch einen Zwerg. Oh, hier, guck mal, da haben wir Eisen und er macht nicht weiter. Du bist doch gar kein Miner. Haben wir hier. Du bist Miner, oder? Du bist auch kein Miner. Ich glaube, die Miner schlafen gerade. Oh, hier kommt Leder reingeflogen. Du bist aber Miner. Ja, endlich haben wir mal einen Miner. Oder? Ja. War noch recht unerfahren, aber es macht gar nichts. Zack. So. Ui, ein Buch. Buch des Jägers. Erfahre, wie du dein Abendessen jagen kannst, statt selbst zum Abendessen zu werden. Studiere dieses Buch, um effektiver zu jagen. Sehr schön. Hier suchen wir mal ein bisschen ran. Fackeln brauchen wir mal. Wir brauchen Fackeln, Fackeln, Fackeln. Oh. Hoppala. Fackeln, wo kriegen wir denn Fackeln her? Ich würde das gerne hier eingeben, aber ich kann das nicht eingeben. Und was soll ich machen? Geht nicht. Ich dachte, so macht man Fackeln. Aber das scheint ja nicht zu sein. Das muss doch hier irgendwo bei irgendeiner Technologie ganz am Anfang sein. Hä? Ich fühle mich gerade so ein bisschen verarscht. Kann hier doch gar nicht sein. Da
erst recht nicht. Oh, hier hinten. Ich dachte, das wäre irgendwie am Anfang. Ach, mit Harz und Holz macht man das. Aber davon können wir erstmal genügend wieder machen. So. Ah, hier kommen die fleißigen Wichtel und helfen mit. Okay. Und wir beleuchten mal den Stollen so ein bisschen. So. Hier unten die Kohle können wir auch noch so mal weggraben. Wieso verliert ihr oder wieso taucht ab und zu mal die Lebensanzeige auf? Naja, soll mich nicht weiter stören. Wir brauchen Eisen. Das hier oben kann ich später auch noch weggraben. Oh, hier haben wir erstmal Eisen. Juhu! Weil wir müssen uns echt auf den, ich sag jetzt mal, Krieg vorbereiten. Weil leicht wird das bestimmt nicht. Boah, hier ist richtig viel Eisen. Cool. So im Hintergrund natürlich auch wegbauen. Das wird bestimmt relativ schnell auch wieder leer gehen. So, jetzt habe ich das Eisen, die Erde natürlich wieder rausgenommen. So. Oh, mir fällt da gleich Sand auf den Kopf. Oh, oh, oh. Mach schnell. Gott sei Dank. Nochmal schnell weggraben. Oh nein, es regnet. Zack. Okay. Kurz warten, bis der Sand da wieder runtergefallen ist. Ah, das Leben füllt sich langsam auf, deswegen taucht die Anzeige ab und zu mal auf. Wunderbar. Wir rufen nochmal eben die Wichtel. Damit das Eisen mal eben schnell ins Lager gebracht wird. Holt wieder einer rum. Ah, hier, er hilft mit einzusammeln. Oh, einer arbeitet derzeit nicht, ist wahrscheinlich der, den wir gerade beschäftigt haben. Aha. Ihr könnt also in der Luft laufen. Wie geht sowas? Würde ich auch gerne können. Da kommt er nicht an. So, jetzt aber. Nee. Nicht so wirklich. Wir können aber bestimmt hier hochklettern, oder? Nein. Dann machen wir das ganz einfach. Hallo, ganz einfach. Wir sperren die Wichtel aus. So. Zack. Boah, jetzt haben wir wieder endlich ein bisschen Eisen. Was macht er denn da? Oh.
So. Boah, geil, hier ist noch mehr Eisen. Cool. Dann machen wir das immer wieder als Plan quasi. So, das hier könnt ihr noch mal ein bisschen ausgraben. Das hier dürft ihr gerne zubauen. Das könnt ihr gar nicht. Dann machst du das jetzt bitte. So. Müssen wir leider manuell setzen. Aber funktioniert ja auch. So. Fackeln setzen. Hier ist auch irgend so ein komisches Dings. Jetzt fehlt mir schon wieder die Musik. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon in diesem Let's Play erwähnt habe, aber sie fehlt mir. Ich vermische sie. Jetzt muss ich hier wieder diese komischen Körner machen. Getreide. Diese komischen Körner, Alter. Was ist denn mit mir los? Netzwerk auswählen. Steuern. Wir haben uns mal wieder den schnellsten ausgesucht. Oh, sammeln wir noch eben Wasser. La 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 la. Jetzt natürlich wieder ein Buch. Buch des Kletterers, die Funktion kennen wir schon. Kommen die fleißigen Erntehelfer wieder angeflogen. Schöpfen noch nebenbei. Kann man bestimmt irgendwann noch mal wieder gebrauchen. Spätestens beim Tränke brauen. Oder beim Ziegel herstellen. So. Zack. Zack. Oh, das Wasserbecken hier läuft ein bisschen über. Muss ich da mal eben ein bisschen Wasser schöpfen. Damit das hier wieder ablaufen kann. Moment. Boah, wie viel Wasser hier einfach nur ist. Okay. Dann angle ich hier noch einmal längs. Oh, Äpfel. Oh. Hier kann noch irgendein Typ angeln, wenn er möchte. Wie hat er das denn gemacht? Wir sind da hochgesprungen. Ich habe keine Ahnung. Okay. So. Dann würde ich auch sagen, sehen uns nächste Folge hoffentlich wieder. Und da bin ich ja selber mal gespannt, was sie da machen. Vielleicht bekommen wir es ja mal hin, die Eisenbahn hier längs zu bauen. Einmal hier diese Strecke. Vielleicht kann man sogar runterfahren. Das wäre auch noch Hammer. Und naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich dann wieder. Und dann bis dann. Tschüss.